yeah. 3, 2, 1, West Chef, same it, boom. Guten Morgen, Leute, willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Es ist der One and Only West Side Tom. Ich habe dieses Intro schon so lange nicht mehr gemacht. Jedenfalls, ich mache mich gerade fertig, denn ich fahre nach Frankfurt. Denn wie ihr am Titel entnehmen könnt, bin ich auf dem Afrika Cup in Frankfurt. Ich spiele für Ghana. Deswegen, ich bin unnormal spät dran, ich bin euch wirklich ehrlich. Deswegen beeile ich mich gerade, aber ich habe mir gedacht, heute will ich meinen Vlog für euch machen, wo ich von zu Hause beginne. Das ist mein Fit, by the way. Nichts Besonderes, einfach nur Travel Fit. Und ja, ich bin spät dran. Ich versuche gerade nur alles einzupacken, damit ich nichts vergesse. Deswegen würde ich sagen, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Schickt dies wieder an alle eure Freunde, die das sehen müssen, die es geschafft haben, zum Afrika Cup zu kommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf dem Weg. Bam. Ich bin jetzt angekommen, nach einer langen Fahrt bin ich angekommen. Ich bin hier bei meinen Freunden, die Mom and Dad to be sind. Ne? Ja, und guckt euch bitte an, wie gut diese Menschen leben. Ne? Dieser Fernseher, god damn. Auf Video sieht das nicht so krass aus, ne? Aber der ist größer als alles, was ich besitze. Jedenfalls bin ich jetzt angekommen. Ich chill jetzt erstmal. Ich habe eigentlich Hunger, wenn ich echt ehrlich bin. Aber ich habe später Training, deswegen muss ich gucken. Bro, das hört sich so random an. Nach 3 Jahren oder so wieder sagen, ich habe Training. Ich habe schon so lange kein Training mehr gehabt. Auf jeden Fall werde ich jetzt chillen. Und ja. Ich bin jetzt in Offenbach. Ich gehe jetzt ins Hotel zu Leroy, Brian und Yussi. Ich habe gerade einfach random, ich parke Auto, hupt mich ein Auto an und denke mir, Bro, wer hupt mich in Offenbach an? Einfach nur auch random Pull-up. Also alle Jungs sind da, heller geil. Ich liebe das, wenn wir alle Jungs zusammen sind, weil es einfach immer Lachkick ist. Und den Rest werdet ihr einfach selber sehen. Ich denke mal, wir werden eh labern, bisschen filmen. Ich weiß gar nicht, was wir machen werden, weil ich habe Training, Brian hat Training, Leroy, keine Ahnung, Yussi, keine Ahnung. Noah, keine Ahnung. Deswegen mal sehen. I don't know. Der, Alter. Einfach heller Ding. Alles gut. Ja, Bruder. Bruder, was ein Zufall. Ich sehe so ein Story. Ich habe gerade gecheckt, Bro. Die sind hier. Das ist 300 Meter. Ich so, ja, aber was geht? So. Ich wollte eigentlich morgen nach Köln. Ich war eigentlich in Köln gewesen. Warum? Was ist denn Köln? Mein Money, mein Love, Papa. Scheiß mal auf dir, Alter. Afrika Cup ist wichtiger. Verstehst du? Where's the Thompson? Yeah! What's the word? Was geht? Let's go, Dorian! Yeah! What's the word, Maha? I thought, ey, yeah! My brothers! Heute sober, bro! My brothers! Heute sober! My brothers! What's the word? What's the word? Let's go! My heart? Type shit, was geht ab, Vlog? Was geht ab, Livestream? Crazy! An die Girls, lauf, wenn ihr Yussi seht! Das ist crazy! Yussi, ich hoffe, du spielst morgen nicht mit. Bruder, was haben Leute? Ja, warum bist du so aufgeworfen? Ey, Bruder, du wolltest da, du! Was hab ich gemacht? Ich habe absolut nichts gemacht. Na, no cap, wenn ein Girl zu mir sagen würde... Ja, wärst du ein Junge gewesen, ich hätte gesagt, okay, der Bruder ist am Player. Aber ein Girl, that's crazy, could never be me, though, no cap. Ja, man hab ich dich am Read gelassen, schau dich. Ja. Yeah. I don't know, man. Was wollte das, du? Verstehst du? Als ob, Bro, ein Kannibale wäre oder so. Na, that's crazy. Mit Candy Cut. Sicherheit ist mir wichtig, ist crazy. Was? Na, sie meinte, eure Sicherheit ist mir wichtig. Wie eure? Achso, von den Frauen. Das heißt, ja. Das heißt, du bist, Was ist eigentlich mit morgen? Was morgen? Ich will Dumbbowling spielen. Ich auch, aber Bro, wir wissen halt nicht, wie lange das Turnier gehen wird. Bro, guck mal. Sag einfach Scheiß auf Turnier, wir gehen bowling. Nein, Bro. Ey, aber was sollte dieser eine, die sagt, wenn die Yussi sieht, lauft? Wer war das? Ich block die Dinger. Bruder, ich hör dich sehr schlecht, Bruder. Die ist sogar noch Nigerian. Also, all people. Ey, wir müssen ein Bild knallen. No cap, das Avengers, wir müssen ein Bild knallen. Vor allem, das ist so ein Bild. Ja, 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 ja. Aber ich weiß, was eigentlich gerade ist, warum ich hier bin. Seine Maschine ist ausgegangen, wo ich kurz war.
Was hast du vor mit dem Ananas? Auf jeden Fall. Warum wirklich jetzt jeder? Darum, weil das Vlog-Content ist. Auf jeden Trip. Er trinkt es aber nur, weil ich die sollten mich sponsern, sag ich ehrlich. Ah, Bro, ist einfach embedded auf Ananas. Leute, ich auf jeden Fall muss ich jetzt die Jungs verlassen, weil ich ja Training habe. Die Jungs chillen jetzt noch, ich bin euch ehrlich. Es ist mir auch sehr schwer gefallen, gerade zu gehen, weil die Vibes haben einfach gestimmt. Wir haben alle gerade zusammen gechillt und so. Es war todesnice, todeslustig. Weil eigentlich sonst, wir sehen uns nur alle Scheitjahre und on Stream und so. Aber so in Person, der Shit bockt schon, ich bin ehrlich. Also, diese Gruppe, wenn wir jedes Mal regelmäßig zusammen wären, das wäre todesnice. The sun is shining. Geisteskrank. God damn. Auf jeden Fall muss ich jetzt zum Training fahren. Ich nehme euch natürlich mit zum Training. Deswegen, we gonna see how that goes, man. They not like us. 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 They not me. Leute, ich bin euch ehrlich, ich habe euch vergessen. Training war so lala. Wir haben echt viel Taktiktraining gemacht. War nicht so geil. Wenn ich ehrlich sein soll, it was alright. Ich habe ein bisschen Leistenschmerzen. Ich wollte eigentlich mit den Jungs noch rausgehen, die sind gerade feiern, aber ich pack's nicht, weil ich morgen spiele. Ich bin so müde, ich sag euch ehrlich. Ob wir eine Chance auf Gewinn haben, kommt auf Tagesform an, ich bin euch ehrlich. Aber wir werden sehen. Ich gehe jetzt schlafen, bis morgen. Eins kann ich aber sagen, Wetterbombe. Also für mich persönlich, ich bin euch wirklich ehrlich, gebe ich jetzt den Call. Ich persönlich, und das ist nur ich, ich mag es nicht in der Sonne zu spielen. Wenn es zu sonnig ist, für meinen Spielstil ist es zu anstrengend, weil die Sonne knallt dumm und ich kriege Kopfschmerzen davon und ich bin extrem erschöpft. Aber ich glaube, für so Zuschauer und allem drumherum, der Vibe, ist das Wetter perfekt, bin ich euch ehrlich. Das Wetter ist wirklich perfekt dafür. Aber ansonsten, ich sag euch ehrlich, es ist zu warm. Und da sind doch schon die Jungs. Da sind doch schon die Jungs, die mich abholen. Deswegen, was für ein Timing, man. Seid ihr ready, Jungs? Ready. Ja, du siehst so müde aus. Ja. Ja, denn? Muss. Jetzt sind wir wieder da, ne? Bist du wieder da. Aber diesmal? So ein Ding. Aber warte mal, du vertrittst Kongo und hast Frankreich-Trikot. Ja, warum? Kein Sorge, Bruder. Nein, das zählt. Kein Sorge, Bruder, nicht. Hey. Ich zeig extra dich, man sieht nicht mal Frankreich. Was geht? Was hast du gemacht? Bruder, mein Rechtsjahrbuch ist Englisch, man. Von was? Nein, Bruder, einfach so. Heute kann tanzen, gell? Hä? Heute kann. Ich tanze nimmer. Er tanzt immer. Hier haben wir diesen Mann, Brian. Der Mann war gestern feiern. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt hier stehen kann. Ich bin euch ehrlich. Ich sag euch ehrlich, ich weiß nicht, wie der hier stehen kann und bereit ist zu spielen. Pre-Game-Interview, was sagst du? Erstmal, spielst du? Wir haben noch keine Aufstellung. Wir haben noch keine Aufstellung. Und Pre-Game-Interview, was sagst du? Wie ist deine Einschätzung? Also ich bin zuversichtlich. Wir haben auf jeden Fall Kicker dabei. Ja. Ne? Und ich bin zuversichtlich. Ich glaube, wir holen auf jeden Fall mindestens einen Sieg, einen Unentschieden danach. Ich habe eine wichtige Frage. Wie war dein Abend gestern? Überragend. Ich sage euch ehrlich, Stimmung wird langsam echt immer geiler und geiler. Es wird immer voller und voller. Also, ich bin gespannt, wie die Spiele werden, wie die Stimmung sein wird. We gonna see.
you? Can I take a flick with you? I'm taking like a cool 30 euro charge from you. Shut the fuck up, you ain't getting shit, bro. I'm taking a 30 charge from you. Watch out before I rob your pockets, nigga. Yeah. You ain't robbing shit, nigga. Alright. Hey, you can't press me. Hey. Alright, nigga, give me that shit. Snatch that motherfucker. Fuck no! Hast du wegen dem Clip? Show the clip to the vlog. Bro, you ain't no Schlatten, nigga. Shut the fuck up. Bro, ich zeig dir Part 2 noch, ja? Part 2 gibt's auch noch. Oh, Helle. Oh, my God. Okay, nein. Was hast du zu sagen zu der Verteidigung? Das ist Wrestling. Bro, bro, hey, bro. Hey, bro. Warte, hold on, bro, bro. Hey, warte. Hey, Yussi. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Elastico Beini ist crazy. I ain't no player, du. Nein, ich bin kein Player. I ain't no player. Ey, ich wollte gerade den Kameramann klauen, ja? Ich hätte dir 100 Euro gegeben. Nein, bro. Ich bin real. Ey, was geht ab? Bro. Wir finden es hart, du. Bro, wir sind gerade eben gekommen, ja? Ihr seid relativ spät gekommen, gell? Yeah, you know niggas, bro. We was coming late, bro. Where the bitches at? What's the motion today? What we do? Like, nigga, only care about bitches, bro. Oh my God, bro. Ey, wann spielst du wieder? Also, ich spiel nicht mehr. Ich hab Schmerzen mehr als auf Schlau. Ich hätte eigentlich gar nicht spielen sollen, weil ich hab so Schmerzen, aber ich dachte mir, wie soll's das noch nicht sein? GG's. Wo denn? Yo, Gang. Du bist Wrestler. Ja, Bro. Hallo. Kevin. Ja, Bro. Ich bin nächste Cousin. Echt? Ja, krass. Ich muss auf diese, wie weiß ich, diese Ringfahrt. Gender Review nächste Woche. Ja. I'm a beater. Was geht, Bro? Sorry, Bro. Nochmal. Oh, hell no. Warte, gib mir mal. Bro, halt mal kurz. Ich bin hier mit den Jungs. Was geht ab? Was habt ihr zu sagen zum Vlog? Wie findet ihr das Event bisher? Ich hoffe, Ghana macht Improvements. Hold on. Ich hoffe, Ghana macht ein paar Improvements. Ja. Und ich weiterkomme und ich will dann gewinnen. Also zustimmen. Ghana muss. Ich glaube noch an das Team. Wir kommen weiter. Ich hoffe auch, mal sehen. Vergiss auch noch, oder? Er ist der normalste Kongolese, den es gibt, mit dieser Schlappe. Bruder, ich hab mal Bimbo gemacht, du machst nicht hier. Ey, ja, Bruder. Diese Schlappen, gell? Diese Schlappen sind wirklich die normalsten Kongolese, den es gibt, ehrlich. Aber das bockt dumm, aber. Oh, Box, Alter, hopp auf Bras Dick. I'm trying to be like you, man. Ey, Leroy, wenn ich groß bin, willst du sein wie du. Auf jeden Fall Turnierbilanz aktuell. Wir haben 2 Spiele gespielt. Ich habe insgesamt 10 Minuten gespielt, also jedes Spiel 5 Minuten, weil ich so Schmerzen habe. Ich habe mir jetzt Pferdesalbe auf meine Leiste gemacht. Ich hoffe, dass es bis dahin einwirkt, weil wir haben jetzt ein bisschen Pause. Und je nachdem, wir sind noch nicht komplett raus, je nachdem, wie ein Spiel gerade ausgeht, wie Togo gerade gegen Elfenbeinküste spielt, wenn die unentschieden spielen oder so, haben wir noch eine Chance, ansonsten tote Hose. Deswegen mal sehen, was da noch passieren wird. Aber ansonsten, ja, mal sehen. Auf jeden Fall bisher sehr durchwachsenes Turnier, danke mal. Ja, niggas, I'm L Mans, man. Ja. Ihr seid hier am Essen, ja, niggas, don't call me. So. Ja, niggas, don't check on me. Er spielt noch, der will jetzt was essen. Natürlich, ja, ich hab noch nichts gegessen heute, Gang. Shut the fuck up, bro. Mit deinem vollen Mund, shut your bitch ass up. Shut your bitch ass up. Mit deiner Leiste. Alright, bro, little nigga, what you gotta say? Before I rub the rest of your food. Bro. Talk to my brother right here, bro. Sorry, you wanna get to put it in a pack too? Hey, you wanna get in this pussy? I'm gonna get in this pussy. Yo. You're gonna be a tough nigga. Hey, yo, God!
damn, yeah, nigga, I'm spooked, dude. The fuck is you doing? I'm spinning on y'all niggas, bro. Sorry, shit. That's bumping, nigga. Yo, up, what do you mean by that? Hey, yo, what the fuck? Let me put some of that on myself. Yo, pause! Hey, let me get a bite of your sauces, bro. Yeah, bite them off. Nah, nah. Yeah. Crazy! He's been on the S, man. He's trying to eat his meat. You're trying to say. Der Kollege ist Trainer und dort hat gerade gesagt, das ist insane. Du bist so, God damn, bro. Me personally, though, getting violated in front of my girl is insane, bro. Also, Update, wir sind weitergekommen, wir haben das letzte Spiel 1-0 gegen Togo gewonnen. Wir hätten viel höher gewinnen müssen, also Minimum 4-5-0, nein, 3-4-0, übertreib ich nicht, 3-4-0. Aber, a win is a win, Hauptsache du nimmst Punkte mit. Und jetzt spielen wir gegen Kongo, selbstgebongst von letztes Jahr. Leroy und die Talahuns sind echt eins. CEO of the Talahuns. CEO of the fucking Talahuns, man. I'm trying to be like you, man. Hey, hey, shit, man. Kenn mich nicht. Weinen von Kalalona since way back then. Trust, it's the one in the piece. Would you hold me down, auch wenn keine Butter fließt? Lately krieg ich LOV. Davon kann ich nie genug kriegen. Is it real or real? I'ma take it still. Set in peace, man, I'm not even new to. Baby, trust me. Ich suche den Schatz wie bei One Piece. Bleibe geduldig, ich bleibe tonky. And if you love me, better pray for me. Leute, mal wieder hohe Prominenz. The one and only. Guck, letztes Mal andere Haarfarbe. Wieder neue Haarfarbe. Aber ey, that's why we love Melanin Queen, because they can just switch it up. Wir sind heute mit Westbay. Wir sind mit Sarah, the one and only. Du bist der Star heute. Du bist der Star. Du bist der Star, weil, guck mal, sie hat Werbung hierfür gemacht und alle kamen. Hier sind 2000 Leute wegen ihr. Highest Promoterin. Wenn ihr Promo für eure Party braucht, sie ist the one. Ich sag sogar nichts, weil. Wenn ich rede, if I talk, if I, Did I lie though? Unlike Kavo, Wagwan, in the Tezzy, you know, we they're already dead, they're dead to be, them niggas got kids, god damn, hey, yo, bro. Wir haben Perfetta verloren, den Kongo. Aber das Glück, was wir noch machen. 50-50, Elfmeter kann passieren. Torwart macht einfach, unser Torwart schießt noch ein paar Lenker, geisteskrank. Aber hey, das wurde nicht mehr verloren. Ich habe nur noch 5%, deswegen versuche ich so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Und dann sehe ich uns später, wenn ich mein Handy aufgenommen habe. Weil, tschüss. You know, young rich niggas. You know, so we ain't really never had no old money. We got a whole lot of new Leute, ich sag euch ehrlich, ich bin so fett eingepennt. Wir haben jetzt 2.48 Uhr und ich gehe jetzt erst raus. Aber you know what? Fuck it, weil ich war den ganzen Tag nur Fußball spielen. Mehr oder weniger. I need to go outside, man. No cap. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Ich habe eigentlich auf meinen Kollegen gewartet, weil ich dachte, dass ich ein Auto bekomme. Aber er wollte nicht. And that's all good. All good. Aber. They ain't gonna stop me. Deswegen, ich fahre jetzt mit Uber aus Mainz nach Frankfurt. Sind nur 20 Euro, deswegen, es geht fit. Ich habe mich jetzt mit den anderen und dann ist der gestorben. Also, bis gleich. Ich hab keine Welt, Bro. Ja, aber dein Kollege.
gibt nicht den Arsch, der besser anzieht und das für Cash. Macht Mani oder dein Schnapp, der Zicke am Reden macht Zunge ab. Mein Bruder am Schießen wie ein Nigga. Lauf, lauf, mein Nigga, John. Kriegst Papa, du kommst nicht klar, denn er. Brian, Brian, was hast du in deiner Hand? Fallen lassen ist crazy. Was ist hier, Alter? Ey, als Frankfurter, was sagst du zu den Partys, die hier waren? Nein, ich muss ehrlich sagen, wenn meine Frankfurter Jungs Partys machen, super, aber das sind nicht aber meine Frankfurter. War die Party gestern nicht von deinen Jungs? Nein. Warum lügst du, Digga? Nein. Du so, Bro, das ist eine Kollegin von mir, so, wollen wir tischeln und so. Lass tischeln, lass uns supporten und so. Was denn? Bei Gott, gestern du hast es gesagt. Damn. Sag doch nicht bei Gott, Digga, du lügst jedes Mal. Ah, hast du? Nein. Ja, hat er das nicht gesagt? Auf dir, dass meine Kollege so, keine Ahnung. Was ist von deinem Kollegen jetzt, ne? Hä? Was ist von deinem Kollegen? Dumm von deinem Kollegen. Nein, Digga. Der ist promoted so. Aber das ist sonst dein Nichts. So. Ah, ich also. Also, der Tag endet jetzt. Justi fährt gerade nach Hause, er fährt jetzt zu Dan nach Aschaffenburg. Ich warte gerade auf mein Uber, habe mir was zu essen geholt. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch irgendwas machen werde. Vielleicht vlogge ich morgen weiter, vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht, werde ich sein, weil ich habe alles, was ich mitnehmen wollte. Eigentlich wollten wir Bowling gehen, wir wollten eigentlich Drunk Bowling, aber das Turnier hat sich so in die Länge gezogen. Drunk Bowling wäre so nice gewesen, aber vielleicht mache ich, kümmere mich darum, dass wir es mit den Jungs trotzdem noch machen. Das wäre nice. Also das auf jeden Fall. Wenn ihr ein Drunkboy-Video mit Leroy, UC, G-Baby und mir sehen wollt und Brian, dann schreibt es in die Kommentare, dann machen wir das frisch. Also Leute, wir haben Sonntagmittag. Wir fahren jetzt nach Wiesbaden auf ein Straßenfest. Ich bin kaputt, ich schwöre, ich habe solche Leistungen, ich weiß, ich kann nicht mehr richtig gehen, ich kumpel einfach. Das ist absolut insane. Und ich bin gespannt, was Wiesbaden zu bieten hat. Das soll scheinbar das größte Straßenfest Deutschlands sein. Oder das ist das größte Straßenfest Deutschlands. Deswegen, ich bin mal gespannt. Heute, wir embracing Fortuna Düsseldorf. Hier sind wir gestern auch lang gefahren, das sieht wunderbar schön aus. Guck euch das mal an. Was kannst du dir empfehlen? Es gibt so einen afrikanischen Stand, einen Nigerianer. Nigerianer? Und der verkauft Jollof. Deswegen bist du direkt dahin. Alright, say no more. Let's do it. Ich muss ehrlich sagen, die Straßenfest ist cooler als ich gedacht hätte. Und Wiesbaden ist schöner als ich gedacht hätte. Ich realisiere gerade, ich bin das erste Mal hier privat. Ich glaube, ich habe schon mal gegen Wiesbaden gespielt. Aber ansonsten war ich noch nie hier und es ist echt cool. Also, Parker sagt, gestern war hier mehr los. Aber ich finde es heute total angenehm, weil es ist halt Sonntag. Es ist nicht so viel Trubel. Wir werden jetzt noch was essen gleich irgendwann. Und dann war es gleich. Weil es geht nur bis 19 Uhr. Wir haben 17 Uhr. So, den Rest werden die einfach so sehen. You feel me? And dance, the girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore a tight dress just to enhance. Also, wir sind jetzt irgendwo in Wiesbaden in einem Burgerladen und Louis schwört auf diese Burger. Deswegen werden wir jetzt herausfinden, was diese Burger hier können. Okay? Du und ich. Also, mein ehrliches Feedback. Ist nur der. Burger Hannes in Wiesbaden. Ja. Ehrlich gesagt, ich würde gehen.
wenn ich ehrlich bin, eine 5,5 oder 6 geben, weil es ist ein Smashburger. Ich habe 2 Stück gegessen, ich bin immer noch nicht satt. Die Pommes waren ungesalzen, natürlich auch nicht so nice. Preis ist okay, du kriegst für 2 Smashburger und Pommes für 18 Euro das Eid. Ansonsten ist das Eid, ein Online. Also 5,56 ist cool. So, guten Morgen, meine Freunde. Es ist Montagmorgen und das ist das Ende des Vlogs. Ich fahre jetzt nach Hause. Wir sehen uns aber tatsächlich in einer Woche wieder, weil dann bin ich wieder hier. Weil, wie ihr wisst, wird dieser Mann Papa. Und wir werden nächste Woche herausfinden, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Dementsprechend danke fürs Einschalten, danke für den ganzen Support in letzter Zeit. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn es soweit ist. Kriegen wir es hin, dass wir 200 Likes kriegen auf das Video? Denkst du, die kriegen das hin? Ja. Dementsprechend 200 Likes und dann kommt das Video, wie er, wenn wir wissen, was für ein Geschlecht er als Kind kriegt. Was wünschst du dir? Junge. Ich auch. We need man, more man, Project Mbappé. Deswegen lass ein Like da, lass ein Kommentar da und bis zum nächsten Mal. Peace.